52-jährige Ramona aus Baden-Württemberg ist auf der Suche nach ihrer Schwester Astrid, die sie noch nie gesehen hat. Ich habe sie heute zu mir nach Köln eingeladen und ich bin gespannt, was sie mir zu berichten hat. Hallo. Hallo. Freut mich sehr. Hallo. Komm doch mit rein. Ja. Dann setzen wir beide uns zusammen. Ja. Ja? Ramona, erzähl mal, wen suchst du? Also ich suche meine leibliche Schwester. Mhm. Ich kenne sie gar nicht, ich weiß nur, dass es sie gibt. Jetzt ungefähr seit 25 Jahren weiß ich das. Vorher wusste ich das gar nicht. Du hast es irgendwann erfahren? Ja, ich weiß, wie sie heißt, dass sie Astrid heißt und dass sie 1964 geboren worden ist. Erzähl mir mal, was du über deine Kindheit weißt, über die Umstände und an was du dich auch so erinnerst. Also ich bin geboren worden und gleich nach meiner Geburt im Säuglingsheim abgegeben worden. Und dort war ich bis zu meinem ersten Lebensjahr. Wo bist du dann hingekommen? Dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen. Ramona hat an ihre leiblichen Eltern keinerlei Erinnerung und weiß nichts über sie. Sie wächst ab ihrem ersten Lebensjahr in dem Glauben auf, dass sie die Tochter ihrer Pflegeeltern ist. Bis ich 4 war, muss ich sagen, hatte ich eine schöne Kindheit. Der Pflegepapa hat mich vergöttert, der hat viel mit mir unternommen. Wir hatten Ponys, mit einem Pferdewagen aus hat er mich mitgenommen. Also das sind so immer so 10 Bilder, die noch da sind. Doch all das ändert sich, denn Ramonas fürsorglicher Pflegevater stirbt, als sie 4 Jahre alt ist. Für Ramona beginnt danach in der alleinigen Obhut ihrer Pflegemutter eine schlimme Zeit. Aus ihrer frühen Kindheit existieren keinerlei Fotos oder andere Erinnerungsstücke und es ist fast so, als hätte es dieses kleine Mädchen nie gegeben. Meine Pflegemutter hat mich mit nach Greifswald genommen in die Stadt und hat dann gesagt, so, da hat deine leibliche Mutter gelebt, die ist eine Hure und dein Vater sitzt im Gefängnis und du wirst genauso. Und da war ich halt 6 Jahre alt. Bist tief verletzt worden in der Zeit, auch seelisch. Ich sag, ich sehe die Schubladen und man muss sich das so vorstellen. Man entwickelt eine Strategie, wie man die Sachen gut verarbeiten kann. Und es gibt so Schubkästen, die sind zu und das ist gut so. Seelische Verletzungen brauchen ihre Zeit. Ja. Die Schwierigkeiten mit der Pflegemutter eskalieren immer mehr, bis Ramona erneut ins Kinderheim kommt. Dort lebt sie, bis sie mit 13 Jahren von einem Ehepaar adoptiert wird. Ramona hofft dort auf die Geborgenheit, die sie bisher immer missen musste. Doch die Narben auf ihrer Seele heilen nur schwer. Unter welchen Umständen hast du dann erfahren, dass du eine leibliche Schwester hast? Es gab früher so Impfausweis und da sind so Stempel drin gewesen. Und das war ja das Einzige, was ich hatte aus meiner Vergangenheit. Und dann habe ich gedacht, wenn jemand was weiß, können die vielleicht im Säuglingsheim, wo ich war, 1 Jahr lang, dass die was wissen. Und da habe ich dann angerufen. Ramona erfährt also durch das Säuglingsheim in Greifswald zum ersten Mal davon, dass sie nicht ganz allein auf der Welt ist. Sie hat eine Schwester. Und der Gedanke daran treibt sie immer weiter um. Wann hat sich dein Leben wirklich zum Positiven geändert? Also richtig geändert hat sich's mit meinem Mann. Der ist das Beste, was mir je passiert ist. Der hat immer an mich geglaubt, der hat mir immer geholfen. Der steht mir immer bei. Wir sind jetzt fast 20 Jahre verheiratet und er hat mich verändert. Er hat mich zu dem werden lassen, was ich heute bin. Und er hat mich gesund geliebt. Das ist wirklich so. Er hat mir die Liebe gegeben, die ich immer gesucht habe. Und er gibt sie mir heute noch. Das ist aber schön. Also ist es richtig zu sagen, du hast jetzt eigentlich alles, was du dir wünschst. Das Einzige, was noch fehlt, ist deine Schwester? Ja, ja. Die Familie ist noch nicht komplett. Da fehlt die Schwester noch. Der Teil von mir fehlt immer noch. Und nächstes Jahr haben wir ein schönes Ereignis. Mein Mann und ich, wir wollen noch mal heiraten. Und
für mich ist es so, ich möchte auch jemanden von der Familie da haben. Und deswegen ist es mir sehr wichtig. Ja. Ich verspreche dir, dass ich auf jeden Fall alles tun werde, um deine Schwester zu finden. Okay? Das ist das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt versprechen kann. Okay. Drei Tage später starte ich meine Recherche. Die Suche nach Ramonas Schwester gestaltet sich jedoch schwierig. Über die Ämter konnte ich bisher nichts rausfinden. Deswegen bleibt mir als Anhaltspunkt nur der Name und eine alte Adresse. Astrid wohnte zuletzt in Berlin. Aber bei der Meldeadresse war Ramona schon vor vielen Jahren selbst, nur um festzustellen, dass Astrid unbekannt verzogen war. Trotzdem ist Berlin mein Ausgangspunkt. Ja, jetzt habe ich was gefunden. Hier taucht tatsächlich der Name Astrid Freimuth auf. Das ist ein alter Artikel eines lokalen Anzeigenblattes aus dem Jahr 1996. Da geht es um einen Trödelladen in Berlin-Kreuzberg. Ich kann es mal eben vorlesen. Trödelfund entpuppt sich als Schatz. Berlin-Kreuzberg. Ehepaar Kröger kann sich freuen. Ihr im Februar für gerade mal 15 Mark erstandener Silberleuchter entpuppte sich in einem Pfandleihhaus als wertvoller Trödelfund. Das Schnäppchen ist laut des Inhabers mehrere hundert Mark wert. Glück für die Krögers, Pech für die Aushilfe des Kreuzberger Trödelladens Astrid Freimuth. Die erklärte zerknirscht, ich hatte ja keine Ahnung, was das Ding wert ist. Ich bin nur Verkäuferin, keine Antiquitätenhändlerin. Ja, also das ist eine vage Information, aber es ist die einzige, die ich habe. Es könnte sein, dass das unsere gesuchte Astrid ist. Ich reise direkt am nächsten Tag von Köln nach Berlin. Leider haben auch meine weiteren Recherchen nichts ergeben und der Artikel ist weiterhin mein einziger Hinweis. Auch wenn die Spur zu der Verkäuferin Astrid Freimuth nur ein Hoffnungsschimmer ist, will ich nichts unversucht lassen, denn ich möchte Ramonas größten Wunsch erfüllen. Vielleicht habe ich Glück und jemand erinnert sich dort noch an Astrid. Also ich bin jetzt hier in Berlin angekommen und auch wenn es nur ein vager Hinweis ist, ich muss unbedingt rauskriegen, ob es sich bei der Astrid Freimuth aus dem Artikel vielleicht um Ramonas Schwester handeln könnte. Im Vorfeld habe ich einige Trödelläden in Kreuzberg herausgesucht, die in Frage kommen könnten. Es gibt dort unzählige Geschäfte dieser Art und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So, siehst du, freundlich sind sie, die Berliner. Lass einen über die Straße. Dankeschön. Ob das ohne Kamera auch so wäre, weiß ich nicht. Da ist der Laden. Hallo. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Darf ich mal zu Ihnen reinkommen? Sind Sie hier der Chef? Ja. Mein Name ist Julia Leischig und ich suche jemanden. Ja. Ich habe einen Hinweis, eine Information, dass in irgendeinem Trödelladen hier in Kreuzberg eine Astrid Freimuth gearbeitet haben muss, schon vor relativ langer Zeit. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Astrid Freimuth? Nee. Gar nicht? Nee. Gibt es Ihren Laden denn schon lange? Ja, 30 Jahre. 30 Jahre schon? Ja. Aber ich kenne nicht alle. Ja, okay. Okay, und der Name sagt Ihnen nichts? Nee. Die Schwester sucht Sie, denn die möchte Sie unbedingt kennenlernen. Okay. Naja, gibt es ältere Trödler hier? Ja. Frage. Hier auf der Straße auch, ne? 17. Juni zum Beispiel. Ja. Dann versuche ich es da mal. Okay, alles klar. Dann höre ich mich weiter um. Ich wünsche, dass ihr Erfolg habt. Das ist sehr nett von Ihnen. Alles Gute. Bitte sehr. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Sie? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Gehören Sie zu dem Laden? Ja. Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Person und brauche ein bisschen Hilfe. Ja, wer ist? Ich suche eine Astrid Freimuth und die soll hier irgendwo mal in einem Trödelladen gearbeitet haben. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Nee. Wie heißt Sie? Astrid Freimuth und ich bin auf diesen Hinweis mit den Trödelläden gekommen. Okay. Da gab es einen Artikel darüber, die muss mal aus Versehen einen sehr, sehr teuren Kerzenleuchter für ganz wenig Geld verkauft haben. So bin ich überhaupt auf diese Trödelläden gekommen. Okay. Sagt Ihnen die Geschichte irgendwas? Nee. Haben Sie den Laden schon lang? Ja, der existiert schon sehr lange, der Laden. Ah. Ist schon immer ein Familienbetrieb gewesen. Okay, alles klar. Dann höre ich mir einfach weiter. Okay. Um.
Vielen Dank für die Hilfe. Ne? Danke, das ist total nett. Danke, tschüss. Okay. Hallo? Hallo? Ist niemand. Komisch. Komisch. Ich frage überall und lasse nichts unversucht, aber vielleicht war diese Spur doch zu vage, denn leider habe ich kein Glück. Niemand weiß etwas von einer Verkäuferin namens Astrid Freimuth, die vor vielen Jahren in einem Trödelladen gearbeitet haben soll. Tschüss, danke, schönen Tag. Ja, also ich glaube, das macht hier alles keinen Sinn. Ich breche das an der Stelle hier ab. Jetzt habe ich nur noch die alte Adresse, von der ich aber weiß, dass Astrid dort nicht mehr wohnt. Trotzdem werde ich damit morgen weitermachen. Am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg in die Buchholzer Straße. Ich hoffe sehr, dass ich dort neue Anhaltspunkte bekomme, denn langsam weiß ich in Berlin sonst wirklich nicht mehr weiter. Ramona war zwar selbst vor vielen Jahren leider erfolglos an dieser Adresse, aber ehrlich gesagt habe ich im Moment keine andere Spur. Und deswegen ist jetzt meine Hoffnung, dass sich vielleicht dort noch irgendjemand an Astrid Freimuth erinnert. Im Stadtteil Prenzlauer Berg geht meine Suche also weiter. Ob ich nach so langer Zeit noch irgendjemanden finde, der Astrid gekannt hat? Hier ist die 5. Ja, natürlich nichts. Hinzu kommt, es ist mir durchaus bewusst, dass das in diesem Viertel, also Prenzlauer Berg, ziemlich schwierig wird, weil natürlich die Leute und Bewohner schon sehr wechseln hier. Das ist ja mittlerweile ein sehr junges Viertel. Aber ich habe sonst nichts. Vielleicht gibt es noch ein paar alte Anwohner. Bitte nicht stören. Das respektiere ich natürlich. Ich gehe einfach mal nach oben. Ich glaube, das sind hier nur so Apartments mit Nummern. Vielleicht sind oben die Wohnungen. Hallo, Entschuldigung, keinen Schreck kriegen. Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Schwester. Und zwar ist der Name Astrid Freimuth. Haben Sie den Namen vielleicht schon mal irgendwie gehört im Haus? Nee, leider nicht. Schade. Ich habe eine Meldung aus Greifswald, allerdings ist die Information schon aus den 90er Jahren. Da hat sie hier mal gelebt im Haus. Mhm. Okay. Leben Sie schon lange hier? Darf ich das fragen? Ich überlege gerade, wie lange ich hier schon wohne. Seit 96. Ach, dann haben Sie die sozusagen vielleicht knapp verpasst. Wie heißt die Frei? Freimuth Astrid. Müsste jetzt 54 sein, nach meinen Informationen. Nee. Also klingelt auch nichts. Nee. Okay, dürfte ich Ihnen mein Kärtchen da lassen? Vielleicht, ja, wenn Sie irgendwas. Ich höre mich mal um. Bitte schön. Ja, Astrid Freimuth. Leid. Alles klar, aber Sie waren sehr hilfsbereit. Ja. Vielen Dank. Total nett. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja. Ne? Tschüss. Hier, in unserem Haus gibt es ganz viel Liebe und noch mehr Wäsche. Das ist genau wie bei mir zu Hause. Ich arbeite mich nach und nach durch das ganze Haus, leider ohne Erfolg. Ich kann nur noch hoffen, dass sich meine Suche nach Astrid weiter herumspricht und sich vielleicht doch noch irgendjemand erinnert. Okay, tschüss. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Oh, mach mal Licht an. Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Person, Astrid Freimuth. Sagt Ihnen der Name vielleicht irgendwie? Astrid, irgendwie? Die soll hier gewohnt haben? Genau, ist aber schon lange her. Nee. Wie lange ungefähr ist das? Die letzte Information, die ich habe, die ist aus den 90er Jahren.
Nee, ich bin jetzt zwar schon seit 15 Jahren hier. Echt? Aber, ja. Mhm. Nee, Kinder habe ich noch nicht. Okay, die wird von ihrer Schwester gesucht, deswegen. Okay, wir alles. Wir gucken jedes Mal ihre Seele. Ich habe gerade überlegt, ist das noch hier? Bitte melde dich. Ja, bitte melde dich, genau. Ja. Wahnsinn. Darf ich mal meine Karte da lassen, falls ihr noch irgendwas hört oder so? Im bitte Sinne der Sendung. Dich. Bitte melde dich. Na, ja? Sehr geil. Alles okay. Klar, herzlichen Dank. Ne? Tschüss, schönen Tag. So, das Haus habe ich hier abgefragt. Ich werde mich in der Nachbarschaft umhören. Guten Tag. Entschuldigung, sind Sie hier aus der Gegend? Ich suche jemanden und zwar ist der Name Astrid Freimuth. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Da geht es um eine Zusammenführung zwischen Geschwistern. Nee, darf ich Ihnen trotzdem meine Karte geben, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt? Danke. Ja, dann melden Sie sich bitte. Ja, schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Entschuldigung, wohnen Sie hier in der Gegend? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Der Name ist Astrid Freimuth. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Eine Dame Mitte 50. Nee, sagt mir überhaupt nichts. Nee, die muss hier um die Ecke gelebt haben früher. Ja. Nee, sagt Ihnen nichts. Aber Sie sind richtig vom, wie sagen Sie hier, Kiez? Ja, ich bin aus der Dunkerstraße und es ist gleich dann hier so eine Querstraße weiter, ne? Hier hat sich ganz viel verändert, ne? Ja, vom oder? Leben also von her. Den, ach so, ich dachte auch von was Leute, Anwohner angeht. Ja, schon, ja. Ja, von den Alteingesessenen. Nicht mehr so viel, ne? Ja. Schwierig. Ja. Okay. Falls Ihnen irgendwas einfällt, ja, ich gebe Ihnen einfach mein Kärtchen. Man weiß ja nicht, vielleicht habe ich Glück. Ja. Ne? Und wie heißt Astrid? Die da? Freimuth. Freimuth. Wie der freie Mut sozusagen. Ja. Ja? Alles klar. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ne? Das ist ganz nett. Tschüss. Danke. Ich höre mich weiter in dem Viertel um. Aber wie es scheint, hat Astrid Freimuth einfach keine Spuren hinterlassen. Niemand erinnert sich an die Bewohnerin aus der Buchholzstraße. Doch dann sieht es so aus, als ob doch noch jemand einen Tipp hat. Ich habe hier vorhin eine Voicemail bekommen von einer Nummer, die ich nicht kenne. Ich höre mir das mal an. Hallo, ich rufe an. Ich habe eben ihre Karte bekommen und ich glaube, ich kenne die Frau. Ja, rufen Sie mich doch einfach zurück. Oh, das hört sich aber spannend an. Ich gehe mal irgendwo hin, wo es ruhiger ist, da drüben und rufe da gleich zurück. Vielleicht ist das der Durchbruch bei meiner Suche in Berlin. Schon mal Freizeichen. Hallo? Ja? Hallo? Hatten Sie mich gerade angerufen? Hier ist Julia Leischig. Ja, genau. Mit wem spreche ich denn? Mit Alles klar. Tatsächlich ein Hinweis. Die Anruferin kennt Astrid von früher aus der Nachbarschaft. Sie hatten den gleichen Arbeitsweg und unterhielten sich regelmäßig in der Bahn. Aber die lose Bekanntschaft liegt schon viele Jahre zurück. Fällt Ihnen vielleicht sonst noch irgendwas ein, was mir weiterhelfen könnte? Also ist sie da auch zur Arbeit gefahren? Ja, genau. Und welche Bahn war das? Also ich bin immer mit der M1 gefahren. Ja. Und ich musste an der Waldemarstraße aussteigen. Waldemarstraße? Ganz genau. Ja. Und die Frau Freimuth ist immer weitergefahren, das weiß ich noch. Okay. Und wo sie gearbeitet hat vielleicht, was hat sie denn gemacht? Frau Freimuth hat in der Spedition gearbeitet. Wissen Sie, wie die Firma hieß? Nee, tut mir leid, das weiß ich nicht. Okay, alles klar. Ja, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, Sie haben ja jetzt meine Nummer. Ja? Ja. Dann melden Sie sich bitte. Und ganz herzlichen Dank für den Anruf, ne? Ja, gerne. Ja, dass Sie sich gemeldet haben. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören. Auch dieser Hinweis ist sehr vage. Trotzdem mache ich mich spontan auf den Weg zur nächsten Haltestelle, der genannten Linie M1. Ich will mir selbst ein Bild von dem vermeintlichen Arbeitsweg machen. Vielleicht gibt der Fahrplan mehr Auskunft darüber, wo Astrid beschäftigt war.
Also, wir sind hier. Da oben ist die Waldemarstraße. Da ist die Frau, die am Telefon war, immer ausgestiegen. Und laut Fahrplan gibt es keine andere Möglichkeit, als dass Astrid Freimuth bis zur Endstation weitergefahren ist. Denn nach der Waldemarstraße folgt nur noch eine einzige Haltestelle. Das bedeutet, Astrid Freimuth muss an der Schillerstraße ausgestiegen sein. Ich gucke jetzt einfach mal, was es da im Umkreis für Speditionen gibt. Vielleicht habe ich ja Glück. Die Anruferin erinnerte sich nämlich daran, dass ihre Bahnbekanntschaft Astrid bei einer Spedition beschäftigt war. Und genau danach suche ich jetzt im Umkreis der Haltestelle Schillerstraße. Also da in der Nähe gibt es genau eine Spedition, Scholz Umzüge Möbelspedition. Vielleicht habe ich ja Glück und sie ist genau da immer hingefahren. In ein paar Minuten kommt die Bahn, das versuche ich. Ich entscheide mich, Astrids Arbeitsweg selbst anzutreten und springe kurz entschlossen in die nächste M1. Da kommt sie, Schillerstraße. Oh, das ist so voll, ich gehe hier rein. Ob meine spontane Aktion mich weiterbringt, weiß ich nicht. Aber ich habe sonst keine Anhaltspunkte mehr. Und ich will unbedingt Ramonas Schwester finden. Heinrich-Böll-Straße. Waldemarstraße. Schillerstraße. Endhaltestelle, bitte aussteigen. This train terminates here. All change, please. Da, Scholz. Da ist die Firma. Mit Scholz, da rollt's. Weiß Bescheid. Wie immer weiß ich nicht, was mich erwartet. Ach, hier. Aber ich bin schon froh, jetzt noch jemanden im Büro anzutreffen. Hallo, Entschuldigung, keinen Schreck kriegen. Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Person und habe einen Hinweis, dass die hier vielleicht mal gearbeitet haben könnte. Wen kann ich denn da fragen? Na, feuerfrei. Feuerfrei, das klingt schon mal gut. Hallo, Julia Leischig ist mein Name. Hallo. Es geht um Astrid Freimuth. Ich bin im Auftrag der Schwester hier, die sucht sie. Also nee. Sie ist am längsten da. Echt? Und sie würde sie kennen, glaube ich. Also seit 25 Jahren sind wir hier am Ort und ich auch. Und da gab es keine Astrid. Sie kennen alle. Okay, müsste jetzt Mitte 50 sein. Ach, nee, schade. Dann würde sie garantiert kennen. Wäre sie ja 25 gewesen. Ja. Okay, alles klar. Es war auch nur eine vage Vermutung, aber das wäre jetzt zu schön. So machen Sie das also. Alles klar. So, Sie sehen, das ist alles echt. Wir gehen da einfach hin und hoffen, dass die Leute so nett und hilfsbereit sind wie Sie. Ja, alles okay. Klar, dann höre ich mich weiter um. Schade. Vielen Dank. Dankeschön, total nett. Danke. Tschüss. Tja, die Bahnfahrt war also leider umsonst und ich stehe wieder vor dem Nichts. Und so wie es jetzt gerade aussieht, werde ich wohl unverrichteter Dinge nach Köln zurückfahren.